Und damit herzlich willkommen. Adi Gaming ist mein Name. Willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um einen kleinen Unboxing-Video. Ja, es geht heute um das Galaxy S21 Ultra. Ja, ich habe mir das Samsung Galaxy S21 Ultra mal gemietet auf der Seite Crowa. Ich habe irgendwann nach einer Xbox und nach einer PlayStation 5 gesucht bei Mediamarkt und Otto und hast du nicht gesehen. Und auf einmal kam da irgendwie so eine Seite crowa.com, mieten sie und hast du nicht gesehen. Und dann habe ich mir gedacht, komm, ich schaue mir das mal an, warum nicht mieten? Und leider waren alle Konsolen und so schon belegt. Und dann habe ich mir gedacht, komm, da ich eh ein neues Handy haben möchte, miete ich mir doch mal das Samsung Galaxy S21. Das gute Stück ist hier drin. Und das Samsung Galaxy S21 Ultra kommt mit einer 17,3 cm Bildschirmdiagonale mit 6,8 Dynamic AMOLED Touchscreen mit einer 3200 mal 1440 Pixel Kamera. Ui, das ist schon geil. Mit 256 GB, versteht sich. Da gibt es noch eine mit 128 und 500 noch was. So viel ich mitbekommen habe. Gesprächszeit bis zu 41 Stunden. 4G-Akku, Lithium, 5000 mAh. Das hört sich alles sehr, sehr gut an. Ohne Stromadapter und Kopfhörer. Dazu komme ich aber nachher noch. So, die Seite kann ich jetzt mal schließen. Gut, hier ist das gute Stück. Wir packen es mal aus. Noch zur Verpackung. Die Verpackung. Ich weiß nicht, ob ihr es seht, aber sie ist einfach richtig schlecht verpackt, wie man es sieht. Ich habe aus Datenschutzgründen hier was abgedeckt. Man sieht, die Verpackung ist richtig schlecht verpackt. Und auch das Innere. Ist nicht wirklich verpackt. Aber hier ist das Samsung Galaxy S21 Ultra. Hier, das da war das einzige, was drin ist. Plus natürlich etwas Haribo zum Knabbern, falls das Gerät kaputt gegangen wäre oder so. So, das schieben wir mal weg. Und ja, es geht ums Galaxy S21 Ultra. Ich habe es schon mal ausgetestet, um zu gucken, ob es gut ist. Ich packe es mal aus. So, hier Verpackung. Und da ist das gute Stück. So sieht es aus. So sieht es aus. Der hintere Bereich. Richtig nice. Ich habe alles schon ausgetestet. Es funktioniert tadellos, muss ich sagen. Als Zubehör haben wir natürlich eine Nadel für die SIM-Karte reinzumachen nachher. Und hier haben wir etwas Papier und ein Ladekabel. Ohne Adapter, ich verstehe nicht, warum ohne Adapter, aber naja, das ist ein USB-C-Kabel. Man muss sich einen extra Adapter kaufen, wenn man das Handy aufladen will, oder man schließt es natürlich an einen, an einen Laptop an. Wenn man einen Laptop mit USB-C-Kabel oder Port hat, kann man das natürlich machen. So, das können wir auch schon mal wegmachen. Aber heute geht es um dieses
Telefon, Handy. Ja. Richtig nice. Ich schalte es mal an. Ein bisschen länger draufdrücken. Jetzt ist es am Laden. Ich schließe mal kurz hier Laptop ausmachen. Brauchen wir jetzt nicht mehr. Und da ist es. Ich habe es schon alles eingestellt. Es ist ein richtig gutes Telefon. Ich mache mal wieder an. Man sieht, es ist richtig nice. Ich kann ja mal kurz, wenn man sieht, hier schon ein Muster und so und natürlich mit Fingerscanner und alles drum und dran und hast du nicht gesehen. Also ich bin sehr, sehr beeindruckt, muss ich sagen, von diesem Gerät. Was Crowbar sich da geleistet hat, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich recht geil, muss ich sagen. Denn man kann sich nicht immer alles gönnen. Ich mache mal kurz das Gerät wieder aus, denn der Akku ist sehr, sehr schwach gerade. So. Was wollte ich noch sagen? Ja. Crowbar ist eigentlich eine recht sehr gute Seite, denn dieses Gerät kostet jetzt 1200 Euro bei Otto, bei Mediamarkt und nicht jeder kann sich so ein Gerät leisten. Ich kann mir jetzt nicht so ein Gerät leisten. Ich bekomme nicht so viel Geld und muss sagen, für 56 Euro kann man sich das bei Crowbar kaufen, mieten. Und zwar muss man bei Crowbar, kann man sich auswählen zwischen 1 Monat, 3 Monate, 6 Monate und 12 Monate, glaube ich, kann man die Sachen mieten. Und wenn man dann das Handy abbezahlt hat, kann man für 1 Euro das Gerät kaufen. Und ich denke, das werde ich mir auch dann auch machen. Ich werde jetzt das Handy 12 Monate mieten, abbezahlen. Und dann habe ich auch schon ein richtig geiles Samsung-Handy mit einer richtig geilen Kamera und neuen Features und hast du nicht gesehen. Ja, das war es auch schon mit diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr mir einen Daumen nach oben lassen, einen Kommentar, mich abonnieren. Und wir sehen uns dann vielleicht im nächsten Video, wenn es wieder mal heißt, ein LP steht wieder vor der Tür. Oder ein Unboxing-Video. Wie zum Beispiel jetzt vielleicht die neue PlayStation oder die neue Xbox, wenn ich die irgendwann mal bekommen tue. Naja, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dahin. Ciao.